Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu The Long Dark. Wir spielen die Story und beginnen mit Episode 1, Geh nicht gelassen. Mackenzie und Dr. Greenwood werden getrennt, nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist. Mackenzie kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. Dann wollen wir mal beginnen. Ich weiß übrigens, ein bisschen was über das Spiel. Ich habe mal reingeschaut. Jetzt nicht in der Story, aber in diesen Überlebenskampf. Astrid! I need to find some shelter from this wind. Kapitel 1. Das Überleben des Stärkeren. Okay, wir müssen uns vor den Wind in Sicherheit bringen. Wunderschön. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir natürlich schnell rein. Stock nehmen. Ich weiß, dass das nur von Vorteil ist. Für Feuerchen, das habe ich gelernt, als ich da mal reingeguckt habe. I'm stuck in some kind of ravine. So, Temperaturen sind jetzt auf dem niedrigsten Punkt. Ab in die Höhle. Feuer. Feuer spendet Wärme. Wasser. Essen und Schutz. Wähle die Option Lagerfeuer im Kreismenü aus. Du benötigst folgendes: einen Zünder, Zunder und Brennstoff. Mit einem Brandbeschleuniger beschleunigst du den Vorgang. Die Brandstoffart wirkt sich auf die Brenndauer und die Hitzeentwicklung aus. Mit einem aktiven Feuer kannst du kochen und Wasser kochen. Außerdem verhindert es, dass du erfrierst. Kreismenü ist hier. Upsala. Zunder benötigt. Warte mal. Nee, hier drinnen nicht. Oh, ich blute. Das müsste dort Zunder sein, oder? So, ein bisschen Stoff habe ich jetzt noch mitgenommen. Das ist echt doof. Hä? Okay, ich muss noch ein bisschen was sammeln. Zeitungspapier. Noch ein paar Stöcke. Oh, Erste-Hilfe-Set. Erste Hilfe. Untersuche deine Behandlungen und lerne, wie man Wunden verbindet. Es gibt viele Arten in der Wildnis zu sterben. Medizin, ob hergestellt oder in der Natur gesammelt, kann dein Leben retten. Prüfe deine Gesundheit im Statusbildschirm. Führe Behandlungen über das Kreismenü Erste Hilfe durch. Du kannst Behandlungen auch über das Rucksackmenü auswählen. Steuerung. Dein Schlüssel zum Überleben. Vorbereitung und Selbstbeherrschung sind das A und O des Überlebens.
Wenn du nicht sicher bist, wie du eine Funktion nutzt, beachte das Steuerungsmenü. Es könnte dir das Leben retten. I'm gonna bleed out soon. Ah, du wirst jetzt nicht... Glaube ich nicht. Ich habe Zunder gekriegt. So, jetzt aber. So. Wo kann ich das jetzt hier hinstellen? Die zwei... Ah, da war es gerade. So. Feuer machen. Come on. Ich habe die Lautstärke jetzt auf 92, also von den Stimmen. Ich hoffe, das reicht. Die Musik muss ich ziemlich, also muss ich richtig leise machen, sonst war sie zu laut für mich. Bei den Soundeffekten müssen wir nochmal gucken. Fire's life out here. Ich denke mal, wir müssen uns jetzt auch verbinden. Verband anlegen. That's all I have in me. Need to lay down before I fall down. Okay, mehr schafft er nicht, sonst kippt er um. Zweiter Tag. Immerhin sind wir schon zwei Tage am Leben. Gotta be a way to melt some snow. Okay, Zustand. Der Zustand ist dein Frühwarnsystem. In der Schnellübersicht oder dem Kreismenü siehst du deinen aktuellen Zustand sowie Informationen darüber, wie kalt, müde, hungrig oder durstig du bist. Leere oder rot markierte Werte bedeuten, dass dein Zustand abnimmt. Sobald dein Zustand aufgebraucht ist, stirbst du. Falsch. Ich glaube, ich mache die Stimme doch nochmal ein bisschen lauter. So, wir müssen Schnee schmelzen. Das heißt, wir müssen Feuer anmachen. Denn auch da habe ich auch schon mal reingeguckt. Wir haben Schnee immer in Besitz. Wir müssen es nur kochen. Und dann am besten sauber kriegen. Meistens ist das halt durch das Kochen schon... Ah ja, aber man, es ist trotzdem schwierig, ne? Das jetzt mit Absicht, weil wir nämlich jetzt Wasser brauchen. So, Schnee. Schnee schmelzen. Nehmen wir mal 3 Liter. So, habe ich. Und jetzt tun wir die 3 Liter auch kochen. Und hoffen, dass es klappt. Jetzt können wir natürlich auch was trinken. Come on. I might be stuck here a while. Better see what I can use. So, jetzt können wir uns noch ein bisschen umsehen. Ich würde natürlich sehr gerne hier wieder ein paar Sachen sammeln. I could eat a horse. Könnte ein Pferd essen, ja. Das glaube ich ihm sogar.
Da oben ist auf jeden Fall ein Hirsch. Ein Toter. Get him weak. Looks like debris from the crash site above. Streichhölzer, Aquatabletten. Oh. Thank goodness. Das können wir direkt essen. Dann haben wir schon mal ein bisschen was im Magen. Shit. That cut smarts. Better make sure it doesn't get infected. Okay, da müssen wir ein bisschen Antibiotika finden, glaube ich. Und wir haben Brandbeschleuniger. Antiseptikum. Perfekt. I don't feel so good. I need to rest up. Dritter Tag. Drei Tage schon am Leben. Ist auch nicht wirklich. The weather's turning bad. I'm gonna need a good long fire to keep from freezing to death. Ja. Machen wir das Feuer erstmal an und schmeißen dann so viel drauf, wie wir können. Ich glaube, ich lasse die erste Folge eine Stunde laufen und ab dann... Scheiße. Und ab dann wohl immer eine halbe Stunde. Weil ich finde es immer doof, dass man bringt eigentlich gar nicht, das Tutorial eigentlich gar nicht richtig zu Ende, wenn man nur eine halbe Stunde zeigt. Das finde ich dann immer so doof. Ich finde es schon besser, wenn man dann die erste Folge das Tutorial hat und dann schon anfängt, also in dem Spiel schon am Anfang ist und dann bei der zweiten Folge schon direkt mittendrin. So finde ich das viel besser. So, das hat geklappt. Oh. Entzünde ein Feuer in der Höhle, das die ganze Nacht brennt. 9 Stunden. Oh, wir haben erst 4. Das heißt, wir müssen da raus. Noch ein bisschen was sammeln. Can't feel my feet. Getting colder. If I don't have enough firewood to last the night, I might not make it. Beeil mich gerade ziemlich. Und ich gehe mal schnell rein. Ich glaube, das war's jetzt eh. Ach, immer noch nicht. Scheiße. Muss ich doch noch mal raus. Oi, 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 oi. So cold in my life. Weiter ein bisschen beeilen.
Ich hoffe, dass es jetzt reicht. Fire looks good. Now, to warm up before I freeze to death. Du musst deine Körpertemperatur steigern. Wärme dich am Feuer auf. Eigentlich kann man ja froh sein, dass das Tier nicht wieder zurückkommt, dem die Höhle gehört. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon mal gesagt habe. Aber es... That should last me through the night. So tired. Es sollte mir auf jeden Fall, also es ist mir auf jeden Fall die ganze Zeit aufgefallen. Vierter Tag. Fände schön, wenn wir jetzt auch noch wieder was zu essen kriegen. I thought that storm would never end. I need to find some food. Krähen, nutze deine Ohren, um zu überleben. Achte auf deine Umgebung, um überlebenswichtige Informationen zu erhalten. Ein Schwarm Krähen am Himmel kann beispielsweise auf einen Tierkadaver oder sogar eine menschliche Leiche in der Nähe hinweisen. Die menschliche Leiche muss nun wirklich nicht sein. Ich möchte nicht zum Kannibalen werden. Obwohl ich natürlich selbst nie weiß, ob... Ich weiß nicht. Wenn du wirklich vom Verhungern bist, ne? Isst du wahrscheinlich auch alles. Die, if I don't get some food soon. Ein paar Bücher einkassieren. Und genug Stöcke. Davon kann man gar nicht genug haben. Was a hell of a storm last night. Blew that tree clean over. Ja, so perfekt. Dann können wir doch hier hoch und direkt zu Krähen und Hirsch. Kleidung. Kleidung schützt dich vor Kälte. In der Wildnis dient deine Kleidung als Schutz vor den Elementen. Trage Schichten, um warm zu bleiben. Vergiss nicht, Wind ist dein Feind. Unterschiedliche Kleidung bietet unterschiedlich starken Schutz vor Kälte und Windkühle. Schnee und Wasser machen deine Kleidung nass, sodass sie dich nicht mehr schützt. Außerdem riskierst du mit nasser Kleidung Unterkühlungen oder sogar Erfrierungen. Halte sie daher trocken. Zu guter Letzt kann Kleidung dich auch vor Verletzungen durch Stürze oder Begegnungen mit Tieren schützen. Behalte dabei aber auch immer das Gewicht und die Beweglichkeit deiner Kleidung im Auge. Oh, armes Ding. This carcass could save my life. This doesn't look too good, but what choice do I have? So, wir nehmen natürlich alles, alle 3,5 Kilo. Rohes Fleisch, alles Essbare kann dich töten, auch wenn der Hunger dich plagt. Rohes Fleisch zu essen ist meist keine gute Idee. Koche es über einem Feuer, um Lebensmittelvergiftungen oder Parasiten zu vermeiden. Gegartes Fleisch hält zudem länger und lockt weniger Raubtiere an. Cold is making my head feel thick. Ich sehe den Rucksack und ich sehe auch die Tasche. Astrid's pack. Den Rucksack können wir nicht nehmen, aber den Koffer. Locked. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking.
Whoa, slow down, Morgan. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... Are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not... Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Also, ich hätte es nicht getan. Aber die beiden, zu 100% hatten die beiden mal was miteinander und die haben irgendjemanden verloren, der ihnen beiden wichtig war. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Ich denke mal, wir sollen jetzt zurück und unseren Hirsch braten. Darunter ist keine Option. Ich weiß nicht, wie wir hier wieder wegkommen. Hochala. Wir nehmen ihn noch mit den Stock. Machen wir unser Feuerchen wieder an hier. Schmeißen wir einfach mal ein Buch drauf. Come on. Ja. Habe ich jetzt wirklich nicht gemacht, nee. Das wäre mir zu gefährlich. Jetzt gibt's Hirschbraten. Würde ich persönlich nicht essen. Ich meine, gut, wenn ich am Verhungern wäre, wahrscheinlich schon. So, schmeißen wir noch ein Buch drauf.
Ich weiß gar nicht, sollen wir alles garen? So, jetzt haben wir es erstmal. Jetzt können wir auch direkt alles. Dann haben wir das schon mal fertig. Außerdem, wenn wir kein rohes Fleisch im Rucksack haben, dann werden auch keine wilden Tiere angelockt. Also es ist nur von Vorteil, wenn wir alles braten. Ich denke mal, wir sollen uns satt essen. Also hätten wir sowieso alles braten müssen. Prüfe, ob du stark genug bist, aus der Schlucht zu klettern. Untersuche die Schlucht. Achso. So, gegessen habe ich. Ja, das hätte ich nämlich auch tun sollen, genau. Oh, er hat Durst. Trinken wir mal eben ein Schlückchen. Aus der Schlucht zu kommen. Ich denke dann wohl da hochklettern, weil ja, runter ist definitiv keine Option. Ne. I could probably climb that. Bad ankle's gonna slow me down. Ja, super. Hagebutten. Nutze natürliche Schmerzmittel. Nutze Mutter Natur als Medizinschrank. Bereite Hagebutten zu und koche sie in Wasser, um einen schmerzstillenden Tee herzustellen. Halte die Augen nach anderen Heilmitteln aus der Natur offen. Hagebutten. May as well rest up. No telling what tomorrow will bring. Oh. Fünfter Tag und der Knöchel ist jetzt wie von Zauberhand geheilt. Aber ich sammle trotzdem ein paar Hagebutten ein. I feel stronger today. I think I can climb out of here now. Wissen, dein Wissen kann dich retten. Wenn du dich, deine eigenen Taten oder die Interaktion mit anderen Personen mehr über die Welt erfährst, schaltest du Wissen zu Personen, Orten, Gegenständen und Aktionen frei. Noch tieferes Wissen sammelst du, indem du das Vertrauen anderer Überlebender auf deinen Weg gewinnst. Schlage dieses Wissen jederzeit in dein Tagebuch nach. Deine Hand fühlt sich stärker an, Zeit aus der Schlucht zu klettern. Gut. Warte mal. Nee. Da. Wir müssen noch was anziehen. Ich habe da noch was gefunden. Genau. Ein Jäckchen. Da sind noch ein paar Hagebutten, die sammeln wir jetzt ein. Only one way to go.